Ciao samen! Ritie! Mein letztes Album hat Strassenmusik geheissen, oder heisst immer noch so. Und schon dort habe ich so ein bisschen Thematiken aufgegriffen von so ein bisschen das Leben auf der Strasse, oder? Oder das Leben am Rand von der Gesellschaft. Es war oder ganz da hat es geregnet. Du bist da gestanden, wo es nicht viel gesagt. Ich habe schon immer gerne ein bisschen außergewöhnliche Konzerte gemacht. Wieso soll die CD nicht auch gerade hier aufgenommen werden und ich jeden Donnerstag ein Konzert gebe? Für mich ist es einfach ein riesiges Geschenk, weil es geht nicht nur darum, jede Woche Konzerte zu machen oder Konzerte zu geben, sondern es geht primär auch darum, den Leuten, unseren Gästen, Hoffnung und Ermutigung zu geben, den Status quo durchzubrechen, weg vom Gift und ein neues Leben anzufangen. Lass, komm doch mit zu dem, wo es Leben gibt. Ja, aber nur er dir wirklich helfen kann. Das war die tiefste Sehnsucht, dass Jesus mich wirklich neu machen kann, dass er wirklich alle Zerbrochenen aufnimmt. Ich erinnere mich an alles, was war, dein erster Schrei, deine erste Zahn. Ich frage mich, was macht das in den Herzen von dieser Leute? Du bist mein Zweck, ich hab dich gern. Ich kenn deinen Schmerz, oh mein Vaterherz. Mir hat man immer gesagt, als Kind, als jungen Erwachsenen, als junger Mann, du bist nichts wert, du bist ein hoffnungsloser Fall. Und heute weiss ich, dass sie alles Lügen waren. Ich bin wertvoll. Wir sind wertvolle Menschen. Für jeden Menschen gibt es Hoffnung. Jeder hat immer wieder eine neue Chance verdient. Egal wer und was er ist. Mit meinem Herz ein Stich kommt in weise Schuhe, dass deine Mühe mit mir ist. Weil dein Glauben ist tot. Haben sie dir schon lange genommen. Denn du bist mein Zwerg. Ich hab dich gern. Heute gibt's ein Fest. Für dich gebe ich das Best. Ja, mir ist es so gut. Dir bin ich mit dran. So ist es auch. Ja, du machst es, du bist ein flotter Typ, also als Mensch, oder? Ich finde ihn super, ich mag ihn gut als Mensch. Zeig mir sein Temperament und Liebe für seine Musik und sein Singen und sein Leben. Und sage, oh, das ist total ganz, weißt du, total. Also die, die er selber schreibt, die finde ich gut. Also ein guter Text. Er ist der beste christliche Sänger, den es auf der Welt gibt. Für mich persönlich. Das ist tiptop, wie er ist. Das ist eine gute Sache. Also, liebe Leute. Am 13. September 2013 kommt die neue Marcel Bürger CD raus und sie heisst Live aus der Sonnenstube. Merci vielmals! Danke!